Ja, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Ausgabe von Ask Our Expert. Es geht heute um die Ukraine und zwar um völkerrechtliche Fragen. Mein Name ist Anna Petrik und ich bin Professorin für Völkerrecht an der Uni Basel. Ich lehre unter anderem das allgemeine Völkerrecht, aber auch das humanitäre Völkerrecht, also das Recht der bewaffneten Konflikte und auch das Völkerstrafrecht. Bevor ich an die Uni kam, habe ich auch für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gearbeitet und mich dort auch mit Fragen des humanitären Völkerrechts beschäftigt. Putin führt in der Ukraine einen Angriffskrieg. Das ist eine Verletzung des Gewaltverbots, eine der Fundamentalnormen des Völkerrechts. Und so kann man sagen, das Völkerrecht spielt für Putin keine Rolle. Gleichzeitig innerstaatlich versucht er aber diesen Angriffskrieg völkerrechtlich zu rechtfertigen. Er sagt nämlich nicht, dass Russland nicht ans Gewaltverbot gebunden ist, sondern versucht, eine Ausnahme zu konstruieren. Er argumentiert, dass die Spezialoperation, wie dieser Krieg genannt wird in Russland, eine humanitäre Intervention darstelle, also eine Intervention, um in der Ukraine, genauer im Donbass, ein Genozid, einen Völkermord zu verhindern. Dass er also einmarschiert, um eine krasse Verletzung des Völkerrechts zu verhindern und dies somit rechtens ist. Somit kann man sagen, ja, Völkerrecht wird gebraucht, dessen Konzepte werden missbraucht durch Putin, pervertiert und gleichzeitig ignoriert er das Völkerrecht. Ja, Russland führt einen Angriffskrieg, wie ich bereits erwähnt habe. Das ist ein Verstoß gegen das Gewaltverbot, das ist eine ganz zentrale Norm des Völkerrechts, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg in die UNO-Charta aufgenommen. Kein Staat darf im zwischenstaatlichen Verhältnis Gewalt anwenden. Streitigkeiten müssen auf friedlichem Wege gelöst werden und das ist ein klarer Verstoß gegen ein Kardinalprinzip des Völkerrechts. Dann wird auch massiv gegen das sogenannte humanitäre Völkerrecht oder auch Recht der bewaffneten Konflikte genannt, verstoßen. Hier unterscheidet man zwischen zwei Typen von Normen. Zum einen haben wir das Genfer Recht. Das sind all die Normen, die die Personen schützen, die nicht oder nicht länger am Konflikt teilnehmen, vor allem Zivilpersonen oder auch Kriegsgefangene. Und gegen dieses Recht wird massiv verstoßen, wenn beispielsweise Zivilpersonen in den russisch kontrollierten Gebieten verschleppt werden, misshandelt werden, getötet werden. Dann gibt es noch das sogenannte Haager Recht. Das sind all die Normen, die die Mittel und Methoden der Kriegsführung regulieren. Und dort ist ganz prominent verankert das Unterscheidungsprinzip. Das heißt, man darf nur militärische Personen und militärische Objekte angreifen. Man darf nie zivile Personen oder zivile Objekte angreifen. Und auch gegen dieses Verbot wird massiv verstoßen. Nun, ob es auch seitens der Ukraine Verstöße gibt, eigentlich ist es so, dass in jedem bewaffneten Konflikt auf beiden Seiten gegen gewisse Normen des humanitären Völkerrechts verstoßen wird. Man hat beispielsweise der Ukraine vorgeworfen, dass sie Bilder von Kriegsgefangenen zirkuliert. Das wäre ein Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht, wenn auch nicht schon ein Kriegsverbrechen. Es gab auch Berichte von der OSZE, dass Kriegsgefangene gefoltert werden. Das wäre ein Kriegsverbrechen, aber die OSZE, also die Organisation für Zusammenarbeit in Europa, hat aber auch deutlich gemacht, dass die Art und das Ausmaß der Verletzungen auf russischer Seite weit größer ist. Das muss man auch deutlich sagen. In der Politik wird der Vorwurf des Genozids formuliert, so hat beispielsweise der ukrainische Präsident Zelensky von einem Genozid in Butscha gesprochen. Auch der Bürgermeister von Kiew hat diesen Begriff des Genozids und Völkermord benutzt oder der US-Präsident Biden. Im juristisch-technischen Sinne hat auch dieser Begriff eine engere Bedeutung. Es braucht eigentlich grob gesagt drei Voraussetzungen. Die erste ist, dass wir eine strafbare Handlung haben, wie beispielsweise eine Tötung oder eine Vergewaltigung oder Folter. Und diese strafbare Handlung wird gegen eine geschützte Person begangen, die einer geschützten Personengruppe angehört. Und dies sind einzig nationale, rassische, ethische oder religiöse Gruppen. Und diese Strafbarkeit
strafbare Handlung wird gegen ein Mitglied dieser Gruppe begangen, mit der Absicht, diese Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören. Man muss also als Täterin oder Täter diese spezifische Zerstörungsabsicht haben. Jetzt, wenn wir die Situation in Butscha nehmen, haben wir offensichtlich strafbare Handlungen wie Tötung, Folter, Vergewaltigung. Wir haben wohl auch eine nationale Gruppe mit den Ukrainerinnen und Ukrainern. Was aber schwierig nachzuweisen ist und wo sich die Beweise noch nicht derart verdichtet haben, ist, dass man von einer Zerstörungsabsicht sprechen könnte. Es ist noch nicht nachgewiesen, dass Russland wirklich beabsichtigt, die Ukrainerinnen und Ukrainer als nationale Gruppe insgesamt oder teilweise zu zerstören. Von vielen werden die Ukrainerinnen und Ukrainer viel mehr als Brudervolk gesehen, und das ist bei jedem Verfahren, wo es um Völkermord geht, die Schwierigkeit, eben diese Absicht, diese Zerstörungsabsicht nachzuweisen. Aber wenn diese strafbare Handlung kein Akt des Genozids ist, kann es eben ein Kriegsverbrechen oder ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sein. Das ist das Gebiet des Völkerstrafrechts, und hier gibt es Ermittlungen sowohl auf internationaler Ebene, namentlich durch den Internationalen Strafgerichtshof, aber auch in verschiedenen Staaten. Und es wird sich weisen, inwiefern diese Verfahren erfolgreich durchgeführt werden können. Es gibt, wenn man die oberste Führungsebene betrachtet, also der Präsident Russlands, der Außenminister, dort gibt es rechtliche Hürden, die zu nehmen sind. Denn solange diese Personen im Amt sind, genießen sie Immunität. Außerdem muss die Person normalerweise in dem betreffenden Land sein. Andererseits wird ein Verfahren nicht durchgeführt werden, weil in der Regel nicht in Abwesenheit eine Person verurteilt wird. Wenn es hingegen um Personen geht, die nicht dieser Führungsebene angehören, also um beispielsweise Befehlshaber, Befehlshaberinnen oder einfache Soldaten und Soldatinnen, die genießen keine Immunität für Völkerrechtsverbrechen. Und einige oder man mutmaßt sogar viele sind festgenommen worden durch die Ukraine. Also die sind vor Ort, könnten durch die Ukraine selber verfolgt werden oder ausgeliefert werden oder an Staaten, die Verfahren führen, oder an den Internationalen Strafgerichtshof überstellt werden. Da besteht durchaus die Möglichkeit, dass diese Leute verurteilt werden, und ich würde es auch nicht ganz ausschließen, dass Figuren der obersten Führungsebene vor Gericht gestellt werden. Wenn wir beispielsweise an den Jugoslawienkrieg denken, musste sich Slobodan Milosevic vor dem Gericht in Den Haag verantworten, oder auch Mladic, der maßgeblich für das Massaker in Srebrenica verantwortlich war, wurde auch verurteilt vom Jugoslawien-Tribunal in Den Haag. Somit ist es nicht ausgeschlossen, dass, wenn es beispielsweise einen Regimewechsel in Russland gibt, dass diese Personen an Gericht überstellt werden. Ja, zunächst ist es ein wichtiges Signal, dass diese Handlungen nicht toleriert werden. Also es ist auch ein Zeichen der internationalen Solidarität, wenn viele Staaten ermitteln, wenn internationale Organe so rasch reagieren. Also das deutet darauf hin, dass eben massiv gegen das Völkerrecht verstoßen wird. Normalerweise halten sich gerade fremde Staaten eher zurück, solche Ermittlungen durchzuführen. Und längerfristig ist es gerade für die Opfer sehr wichtig, auch diese Geschehnisse zu dokumentieren, Verantwortlichkeit herzustellen und so ein Mindestmaß an Gerechtigkeit auch wiederherzustellen. Und gerade in der Postkonfliktphase haben solche Prozesse eine große Wichtigkeit. Ja, das Völkerrecht erlaubt es den Staaten, wenn sie Opfer eines Völkerrechtsbruchs sind, gegen den rechtsbrechenden Staat vorzugehen im Rahmen der sogenannten Selbsthilfe, und dazu zählen Sanktionen. Und Sanktionen, das ist ein Oberbegriff für verschiedene Typen von Handlungen. Wir haben zunächst einmal die UNO-Sanktionen. Der Sicherheitsrat kann immer dann, wenn ein Staat den Frieden bedroht oder bricht oder gar eine Angriffshand
Abkommen durchführen. Und hier, die Invasion von Russland deckt gleich alle Tatbestandselemente ab, kann er nicht militärische Maßnahmen treffen, sprich Wirtschaftsmaßnahmen wie ein Waffenembargo aussprechen oder andere Handelsbeschränkungen auferlegen. Jetzt ist es aber auch so, dass Sanktionen unilateral durch einzelne Staaten oder regionale Organisationen wie die EU verhängt werden können. Da muss man unterscheiden, es gibt die Retorsionen, das ist eine Antwort auf einen Völkerrechtsbruch, die ihrerseits noch nicht völkerrechtswidrig ist, also man tut etwas, das nicht gegen das Völkerrecht verstoßt, beispielsweise bricht man gewisse Handelsbeziehungen ab oder man weist Diplomatinnen und Diplomaten aus, das ist etwas, wovon wir dieser Tage oft in der Zeitung lesen, dass Länder russische Diplomatinnen und Diplomaten ausweisen oder man gewährt Visaerleichterungen nicht oder verbietet die Einreise. All das sind keine Völkerrechtsbrüche, sondern eben rechtmäßige Antworten auf den Völkerrechtsbruch. Aber Staaten sind sogar ermächtigt, sogenannte Repressalien zu ergreifen. Das sind eigentlich Völkerrechtsbrüche, aber die sind gerechtfertigt, weil sie eine Antwort auf einen vorangehenden Völkerrechtsbruch darstellen. Beispielsweise haben viele Länder Landerechte, die sie Russland vertraglich zugesichert haben, gewähren sie nicht länger, weil Russland eben gegen das Völkerrecht verstoßen haben und deshalb dürfen diese Länder ihrerseits diesen Vertrag, der beispielsweise Landerechte enthält, brechen. Das gleiche auch beim Einfrieren von Vermögenswerten, das wären auch Repressalien, die sind alle vom Völkerrecht gedeckt. Ja, das war völkerrechtswidrig, auch dies war ein Verstoß gegen das Interventions- und Gewaltverbot, einfach in etwas kleinerem Ausmaß. Das Gebiet der Krim wurde dem russischen Staat einverleibt, das ist ein Verstoß gegen das Gebot, die territoriale Integrität der anderen Staaten, hier der Ukraine, zu wahren. Und interessanterweise hat auch hier Putin das Völkerrecht bemüht, um diesen Schritt zu rechtfertigen. Er hat gesagt, all das gründe auf dem Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das innere Selbstbestimmungsrecht sagt, dass einem Volk oder einer Minderheit zugestanden werden muss, dass es seine Kultur leben darf, seine Sprache sprechen darf, dass es politische Autonomie oder Mitbestimmung hat. Und in der Völkerrechtslehre wird argumentiert, wenn dieses innere Selbstbestimmungsrecht dauerhaft und auf ganz krasse Weise und systematisch missachtet wird, kann sich dieses Volk oder diese Minderheit abspalten von dem Mutterstaat und einen eigenen Staat begründen oder aber sich einem anderen Staat anschließen. Das ist die sogenannte abhelfende Sezession oder Remedial Secession genannt. Das ist aber bloß eine Ultima Ratio, wenn eben dieses innere Selbstbestimmungsrecht krass missachtet wird, über lange Zeit und in systematischer Weise. Und gerade dieses Element fehlt in der Krim. Es gibt keine Hinweise auf eine systematische Unterdrückung der Einwohnerinnen und Einwohner der Krim. Und es ist auch fraglich, ob es sich bei den Einwohnerinnen und Einwohnern der Krim überhaupt um ein Volk jetzt im Sinne dieser Bestimmung, des Selbstbestimmungsrechts der Völker handelt. Also auch hier eine Argumentation, die schließlich in das Leere läuft und es ist ganz klar eine Verletzung der territorialen Integrität der Ukraine. Ja, also das Völkerrecht, das sind sehr viele verschiedene Normen und es sind nicht nur eben so zentrale Normen wie das Gewaltverbot, sondern auch viele detaillierte technische Normen. Wenn Sie beispielsweise einen Brief von der Schweiz nach Japan schicken, regelt das Völkerrecht, wer welchen Anteil am Porto erhält. Das ist auch Völkerrecht und deshalb darf man nicht vergessen, dass eigentlich meistens das meiste Völkerrecht eingehalten wird. Beim humanitären Völkerrecht ist es auch oft so, dass es quasi an den Verstößen gemessen werden. Und natürlich gibt es Verstöße und vorliegen massivste Verstöße und systematische Verstöße. Aber man muss sich immer überlegen, was wäre, wenn es kein humanitäres Völkerrecht gäbe. Dann wäre alles erlaubt. Es wäre gar kein Thema, ob man Zivilpersonen ermorden darf. Es
wäre der totale Krieg erlaubt. Und ich denke, das humanitäre Völkerrecht, auch wenn es zum Teil nicht beachtet wird, ein Minimum an Humanität in eine Extremsituation wie den Krieg einbringt. Und natürlich ist das Völkerrecht in Sachen Durchsetzung nicht mit dem innerstaatlichen Recht vergleichbar. Es gibt keine internationale Polizei, keine obligatorische Gerichtsbarkeit. Es beruht vieles auf Zustimmung und Freiwilligkeit und deshalb ist es natürlich nicht vergleichbar mit dem innerstaatlichen Recht. Es ist aber auch nicht zahnlos, wie beispielsweise ja jetzt die Sanktionen beweisen. Das ist ja auch ein Instrument des Völkerrechts. All diese Antworten sind ja auch im Völkerrecht vorgesehen. Ich denke, im Bereich der materiellen Regeln haben wir schon ein relativ dichtes Netz an Regeln. Natürlich muss es fortentwickelt werden, jetzt beispielsweise im Bereich des humanitären Völkerrechts gibt es neue Waffentechnologien, wie beispielsweise autonome Waffen oder es gibt Cyberoperationen. Da muss man schauen, inwiefern das alte Recht, das zum Teil noch aus den Haager Abkommen von 1907 oder gar 1899 stammt, noch aktuell ist. Dann auf institutioneller Ebene wird derzeit eine Reform des Sicherheitsrats diskutiert. Weil, wie gesagt, dass Russland immer sein Veto einlegen kann und so eigentlich den Sicherheitsrat lehnt. Und das ist sicher ein Feld, in dem Reformen nötig werden, aber das ist natürlich auch nicht, man kann das Völkerrecht immer nur reformieren, wenn die Staaten zustimmen und deshalb kann man es auch nur dahingehend ändern, wo eben so ein Konsens besteht. Und Staaten, die gewisse Privilegien haben, wie zum Beispiel ein Veto, möchten dieses natürlich nicht abgeben. Frau Petrick, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, Sie haben einiges über das Völkerrecht im Kontext des Ukraine-Konflikts lernen können und werden auch weiterhin in den Medien diese Fragen verfolgen.